Zur Set-Vorstellung 60304, da dieses Set doch vielerorts erhöhte Aufmerksamkeit erfährt. Zuerst zeige ich euch ein paar Aufbauvarianten, für Nostalgiker ein paar Bilder und Fakten zu den Bauplatten mit Straßendesign. Übrigens stand 2010 das letzte Gebäude der Feuerwehr auf einer Bauplatte, die 7208. Bei der Polizei war es 2011 die 7498. Danach standen die Gebäude nur noch auf normalen Platten. Im City-Bereich von Lego gibt es schon seit über 8 Jahren keine Gebäude mehr auf Bauplatten. Da wundert mich es schon, dass die Bauplatte mit Straßendesign noch so lange parallel lief. Das Set 60304 soll die Straßenplatten nicht ergänzen, sondern ablösen. Der Lego Technic Defender kann eine eigene Straße bekommen. Oder eine Fahrbahn für den T1. Oder den Mini, der natürlich auf die linke Spur. Für City-Fahrzeuge der Breite 4, doch recht schon verloren auf diesen Straßen. City-Fahrzeuge der Spurweite 6. City-Fahrzeuge der Breite 8 und mehr. In dieser Variante könnten natürlich auch Gebäude mit Baseplates problemlos eingebunden werden. Und eine weitere Variante. Ebenfalls eine Variante. Und eine vierspurige Autobahn. Das neue Straßensystem lässt sich hervorragend mit den aktuellen Gebäuden kombinieren, da es seit mehreren Jahren gar keine neuen Gebäude mehr auf diesen dünnen Grundbauplatten gibt. Die ganzen aktuellen Gebäude stehen alle auf ganz normalen Platten und lassen sich somit hervorragend an dieses Straßensystem andocken.